Denkt an die Worte von Bertolt Brecht. Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch. Die AfD setzt sich gegen alles ein, was die feministischen Bewegungen in den letzten Jahrzehnten errungen haben. Sie möchte im Prinzip, dass Frauen zurück an den Herd gehen. Deswegen finde ich es wichtig, gegen die AfD zu protestieren und hoffe, dass ganz viele Leute mitmachen. Denen immer wieder zu zeigen, da wo ihr seid, da sind wir auch. Und wir zeigen euch, wie unmenschlich euer Vorgehen ist, wie undemokratisch ihr seid und wie inhuman das ist, was ihr predigt. Daher bitte ich euch alle, dahin zu kommen. Dankeschön. Der lokale AfD-Spitzenkandidat Martin Schiller ist jemand, der wirklich getrieben ist vom Hass gegen Flüchtlinge, der wirklich versucht, hier eine rechte Formierung aufzubauen. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir alle mit allen Kräften versuchen, eben dort klare Kante zu zeigen gegen Rassismus. Und ich bin sicher, das wird uns auch gelingen. Und wir gehen davon aus, dass es eben auch weiterhin oder ein weiteres deutliches Zeichen geben wird gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen Rassismus und vor allem gegen die dumpfen Parolen der AfD, die eben keine eigene Lösung anzubieten hat, sondern auf die Eskalation und die Zuspitzung von gesellschaftlichen Auseinandersetzungen und Problemen setzt, ohne jedoch selbst in der Lage zu sein, Lösungen dafür anzubieten. Dem wollen und müssen wir etwas entgegensetzen. Das werden wir auch am 8. August tun. Es ist wichtig, dass sich sehr viele am 8.8. beteiligen und ich rufe euch dazu auf, nach euren Möglichkeiten diesen Protest mit zu unterstützen. Wir brauchen die AfD nicht im Rathaus in Münster, wir brauchen die AfD auch nicht in Schulen, in Außenstadtteilen und wir brauchen sie erst recht nicht in Hiltrup, wo vor noch nicht allzu langer Zeit ein Flüchtlingsheim mehrfach gebrannt hat. Und ich hätte mir auch sehr gewünscht, wenn unser linker Ratsantrag durchgekommen wäre und eine Mehrheit gefunden hätte, der zumindest 3 Monate im Vorfeld von Wahlen die Vergabe an Parteien von öffentlichen Räumen ausgeschlossen hätte. Rechtspopulistisch wird die AfD bezeichnet, sie ist aber tatsächlich rechtsnationalistisch und sie ist eine Partei, die in gewisser Weise auch in der Tradition der NSDAP zu verstehen ist. Viele NPD-Mitglieder sind heute Mitglieder der AfD und dieses faschistische, rassistische Gedankengut findet sich in dieser Partei, die ja im Grunde Neoliberalismus propagiert und ja, menschenfeindliches Denken verbreiten will gegen Flüchtlinge und gegen Menschen, die anders sind. Wie Paul Wulff auch eben anders war und deshalb wäre Paul sicherlich dabei gewesen und ich hoffe, viele von denen, die sich das jetzt hier angucken, kommen auch am 8. August um 17 Uhr nach Hiltrup zur Stadthalle und demonstrieren dann mit uns gemeinsam gegen die AfD. Der Satz, wehret den Anfängen, ist längst überholt. Wir sind mittendrin.